Okay, du kannst weg. Die halten sich hier immer noch. Das ist ganz schön krasses. Gut. Die Dinger bräuchten theoretisch alles Speed Module, aber ich weiß nicht, ob das Strom das mitmacht. Gerade wenn wir jetzt Tunnel bauen wollen. Außerdem ist Kupfer ja nicht so gefragt gerade. Das kann ich einfach so laufen lassen. Nicht schön. Das lassen wir soweit. Dann jetzt in den Osten. Hier ist das mit den Türmen immer noch nicht geregelt. Einmal komplett rum. Daran sollte ich auch weiterhin arbeiten. Mit euch. Was? Mit euch. So. Und so. Da werde ich jetzt auch nicht zu viel verteilen, sonst kommen die Roboter wieder hinterher. Angriff mittig. Ach, Turret schießen. Das ist gut. Hier. Ja, genau. Also ich könnte das da verbinden mit dem da unten. Und ich hatte es nur nicht gemacht, weil ich Grinder irgendwie toller fand, ne? Ja, und wie man sehen konnte, die Kisten sind da echt voll. Also das ist nicht so das Riesenproblem. Ich müsste einfach nur viel, viel mehr Roboter bauen. Bauen wir hier Flying Frames. Oder ich automatisiere es einfach, in Anführungszeichen. Es ist ja schon mal ein paar Mal gut gegangen, Skynet zu bauen. Spricht da irgendwas gegen? Das frisst sehr, 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 sehr viele Ressourcen, ja. Aber sonst eigentlich nichts. Okay, warum nicht? Wir bauen Skynet. Bau da, da und ich brauche ein paar Kisten. Stahl, okay. Plan. Skynet wird gebaut. Fabriken, die Kisten bauen, werden gebaut. Und andere Sachen werden auch schon mal automatisiert. In der Hoffnung, dass wir schnell genug an die Roboter von Skynet kommen, dass das auch alles einigermaßen läuft. Weil sonst haben wir lauter Fabriken, die gerne Zeug hätten, aber es kommt nicht angeliefert. Dann wird immer zum falschen Zeitpunkt das Falsche hergestellt, weil die Ressourcen fehlen. Das ist doof. So, Bau. Was wollt ihr jetzt? Ich wollte oben Skynet bauen. Und dafür brauche ich die Kisten richtig. Bau davon 5, davon 5. So, das kurz abbrechen und hinten die Bauboards ranhängen, bis keine Frames im Inventar sind. So. Fleet. Gut. Also was brauchen wir für Skynet? Einfach nur den Flying Frame Pipi. Den mache ich denn hier nebeneinander. Den mache ich hier Flying Frames. So, braucht ziemlich viel Zeug. Und dazwischen Ärmchen. Du kriegst ja keine rote Kiste, du kriegst nur eine blaue. Und du... Ha. Warte. Ich hätte mir überlegt, hier einen Roboport draufzusetzen, damit es dann direkt da reingesetzt wird, aber ich mache es dann doch über eine rote Kiste. Das heißt, es muss irgendwo bei einem Roboport angefordert werden. Also hier zum Beispiel. Du forder... Achso, das ist eine rote Kiste. Forder bitte an. Bot. Und Bot. Und die werden dann reingelegt. Ich hatte das schon mal gemacht. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, ob es wirklich funktioniert hat. Ich denke aber schon. So, du... Shift rechts, Shift links. Alles ein bisschen hochschrauben. So. Na, ruhig mehr. 50 ist okay. Bis? Na, keine Bums dann. So. Gut. Das noch da, das noch da. Und du baust dann bitte da draus die Construction Boards, wofür du nur noch rote Chips extra brauchst. Du da vorder an rote Chips. 200 ist ein bisschen viel. Nimm mal hier 50 oder so. Kriegst du von mir ein kleines Startkapital. Genauso wie du auch Zeug kommst und schon mal loslegen kannst und ruhig schneller arbeitest. Jetzt sollte regelmäßig da was eintrudeln und hoffentlich die Roboteranzahl so dermaßen erhöhen, dass wir durchgehend Roboter haben und dich auch weiter expandieren kann mit der Automatisierung. Zum Beispiel um... das mit den Dingen zu machen, mit den Kisten, Kisten automatisieren. So, hier hätte ich gerne zwischen frei, um Türme reinzusetzen. Das heißt, hier baue ich jetzt das Muster nochmal neu auf.
Angriff. 29 Türme schießen. Das klingt doch gut. Das heißt... 6 waren das, ne? Ja. Davon brauche ich viel mehr. Ich brauche auch Fabriken, die Fabriken bauen. Was fehlt da jetzt schon wieder? Eisenplatten. Ja. Kann ich mir irgendwo Eisenplatten mopsen? Ja, ist nicht so viel, ne? Oh, doch hier. Weil die Kiste voll ist? Weil die Kiste voll ist. Huge. Das heißt, unten die grüne Chip-Produktion kann ich dann eigentlich einstampfen, oder? Rot auch. Das da. Ja, die Lavalampe kann eigentlich komplett bald weg. Vorher müsste ich allerdings dafür sorgen, dass auch hier irgendwo die Ärmchen hergestellt werden. Also gelb, blau, grün und Co. So, Licht. Hatte ich hier in der Reihe. Da, 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 da. So, Kisten. Du baust bitte. Brauche ich Leerkisten? Nicht wirklich. Die setze ich ja immer nur, wenn ich meine Taschen leer machen will. So, rote Kisten, blaue Kisten, gelbe Kisten. Die jeweils Kisten brauchen. Genau wie alle anderen hier. Blaue Kisten. So, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Aha, stimmt. Intelligente Kisten bräuchte auch noch und Stahlkisten auch noch. Das wäre hier und da. Was ist bald mal? Da. Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Und Ärmchen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Ne, ich brauche mehr Ärmchen. So. Ärmchen, 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 Ärmchen. Beschränken auf 2. Das wird jetzt erstmal eine Menge Stahl fressen, das alles zu füllen, die ganzen Kisten. Aber sollte okay sein. Ich bin auch fast versucht, die Einstellung so zu lassen. Das Einzige, was ich verändern könnte, wäre hier ein bisschen mehr. Dann werden die zwar nicht so schnell hergestellt, aber das müssen sie auch gar nicht. Dadurch verhindere ich, dass die Reserven zu schnell auf einmal gedrained werden und dann mit dem Eisen es wieder knapp wird und. Ich denke, das ist schon ganz okay so. Noch irgendwas Kistenartiges, was wir hier hinten hinklatschen könnten. Roboports automatisieren. Nein. Rohre hatten wir, ne? Ja, Rohre hatten wir. Was brauchten wir noch für rote Engines und Co.? Haben wir alles. Sehr gut. Machen wir 3-mal Stahl. Achso, man kann aus einem Block Eisen auch Stahl machen und man kann aus Stahlblöcken wieder Stahlbarren machen. Ist für den Transport wahrscheinlich sehr gut. Also Zug von Station zu Station. So. Da ist ein Roboter, der wird da hingebracht. Eingelagert und fliegt los. Jo, super. Sehr schön. 155 Logistikroboter haben wir jetzt. Gerade. Du bist da schön nachgefüttert. Du musst durchgehend arbeiten. Durchgehend arbeiten. So, Akkus kommen auch. Allerdings recht langsam. Mal auch mal einen Ticken schneller. Und dann kann ich doch hier schon mal das weiterbauen, oder? Also ich werde nicht die Akkus haben, aber die Solarpanels sollten vorhanden sein. So. Um es mit dem Strom ein bisschen hinzubekommen. Das andere Projekt, was ja eigentlich auch nebenher läuft, war der Umbau hier. Der Umbau hier. Hier war ein Cluster für Steam Engines. Wo war der zweite? War der hier geplant? Kann sein, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Achso, Forschung. Forschung staut sich schon wieder. Jetzt Forschung, was ordentlich ist. Also, forsch bitte Substations. Weiß nicht, eigentlich komme ich in dieser Staffel ganz gut ohne Substations klar mit dem neuen Muster da. Medical Kit, Repair Kit, Landmines. Nö. Bessere Laser Turrets, Laser Ammo. Könnte man mal testen.
Weil ich habe jetzt recht viele von diesen Illyrium Crystals, weil ich halt aus Versehen die Flüssigkeit zu den Kristallen verarbeitet habe, anstatt daraus die Tränke zu machen, die wir eigentlich eher bräuchten. Allerdings brauchen die hier ja auch welche davon. Aber es wäre schon schön, irgendwas zu haben, was die Basen schneller knacken kann. Shooting Speed 1 pro Sekunde, Shooting Speed 60 pro Sekunde. Und sonst kommt da nichts. Plasma? Plasma brauche ich gleich 50. Ja, nee, gut, gucken wir mal in Richtung Laser. Es kostet nur 40 rote Tränke. Das sollte fast instant fertig sein, ja. Dann nehmen wir das mal hier zwischen auf, damit wir das hier wieder reinstopfen können. Da. Und schauen wir mal, wie gut das ist. Achso, ich schleppe die ganze Zeit Kristalle mit mir rum, die eigentlich abgeliefert werden sollten, und zwar da oben. So, Sauerstoff sollte ich auch abholen, wo ich gerade hier in der Nähe bin. Immer noch überall Lücken hier. So. Und das war schnell. Das war jetzt Laser Technology da. Laser Ammo. Also das scheint für Kleinvieh zu sein. Möglichst schnell, möglichst viel zu töten. Hat auch eine kurze Reichweite nur. Und das ist eher das Langstreckending. Also ich will es hier haben für Dinger knacken. Damage 2 Fire, Damage 100 Fire. Magazin Size 40, Magazin Size 2000. Ich denke, das Kurzstreckending könnte besser sein zum Gebäude knacken. Weil man halt nah ran muss. Dann machen die Sachen meistens mehr Schaden, weil die Gefahr größer ist, weil man halt nah ran muss. Schauen wir mal. Ich baue auf jeden Fall gar nichts, weil ich dafür nicht die Ressourcen habe. Was? Stahl fehlt. Ja, okay, jetzt habe ich alles oben reingeschmissen, damit das passt. Jetzt allerdings erstmal die Kristalle da rein. Sollte jetzt gut was an Illyrium-Zeug geben. Zwei! Zwei Science! Oh Gott. Remaining 100%? Was? Wie jetzt? Die zählen irgendwie mehr? Und ich sollte mal die da erforschen. Gerade was sowas angeht, ist das ja doch recht wichtig. Aber die 100% irritieren mich und dass es da unten eine Anzeige gibt. Also vielleicht halten die ja irgendwie länger? Also es ist nicht nur ein Pack, sondern es ist ein Pack, aber das zählt für 20 oder so? Ne, die haben auch so eine Anzeige unten drunter. Ich tue sie mal rein und guck. Staut sich jetzt aber nicht hier, oder? Ne, staut sich nirgendwo so richtig. Wow, okay. Ich sollte dich mal mitnehmen. Ich sollte jetzt Stahl holen und die Sachen bauen. Es hält sich wacker, das Eisenfeld da hinten. Hier, Stahl. Go, go. Bist du immer noch bei 100? Nee. Jetzt wird das alles langsam hier verbraucht und da oben hingesetzt. Das ist sehr gut. Stahl gegen Stahl. Bau bitte ein La Oh. Bau bitte ein Laser-Rifle. Dafür brauchst du rote Chips. Hier, warte. Brech das mal ab. So. Bau bitte ein Laser-Rifle. Die Dinger brauchen die Power Source. Die Power Source baue ich wahrscheinlich auch nur in Fabriken. Wo auch immer das gute Stück ist. Da. Ja, ebenfalls nur in Fabriken. Ist mir ein bisschen unsicher, das jetzt oben bei den normalen Fabriken zu bauen. Ehrlich gesagt. Ich könnte das denn hier mit hinbauen? Oder wird das hier noch wuseliger? Nee, ich muss einfach nur dafür sorgen, dass es hier sicher ist. Das mache ich am besten einfach mit dem Blueprint. Vielleicht ein wenig Overkill. Aber ich fühle mich dann sicherer. Need more working radars. Okay. Bau zwei Radarschüsseln, ist ja nicht die Welt. Könnt ihr dazwischen bauen, oder? Blieb.
beleben. Kann man da trotzdem noch einigermaßen durch? Ja, kann man. Okay. So, das zur Sicherheit. Ärmchen sind nicht automatisiert. Okay, wir brauchen Ärmchen, 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 brauchen Ärmchen, 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 brauchen Ärmchen, 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 brauchen blau. Und Kisten. Die hier oben haben noch nicht wirklich was ausgespuckt, oder? Nö, weil keine intelligenten Kistchen kommen, weil keine Chips kommen, weil keine Roboter kommen, die Chips liefern. Oh, Ärmchen sind doch da. Ja gut, stimmt, das ist nur eine Frage der Zeit. Ärmchen. Du, gelb, du, blau, du, grün, Rest brauchen wir nicht wirklich. So, so. Ja, gleich den nächsten. So, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Bräuchte es allerdings mehr von allen, weil sonst wird das nie was. So, 20. 20. 20. Du brauchst die gleichen Sachen, oder? Nee, keine Zahnräder. Okay.